Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute in Folge 150, wieder eine MS-Kaffeeklatsch-Folge, geht's ums Thema Impfen. Und natürlich begrüße ich wieder die liebe Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Und den lieben Martin. Hallo Martin. Hallo. Genau, so, und dann können wir ja eigentlich auch gleich loslegen. Da gibt es ja eine ganze Menge interessanten Gedankenansätze dazu, was da so rumschwirrt, aber es gibt eigentlich eine ganz klare Richtlinie. Impfen bei chronischen Erkrankungen ist gut und dazu gehört natürlich genauso die MS, aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht nicht immer ganz so einfach. Wann lässt man sich impfen oder wie, was, wo? Nadine, wie sind deine Herangehensweise und wie entscheidest du, wann, wie, wo du dich impfen lässt oder auch nicht, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aufgewachsen, ganz normal, also dass Impfen einfach ganz normal ist, also dass es einfach für mich als normal dazugehört hat. Ich war ja dann, habe ja später in der Klinik gearbeitet, da war es dann auch immer tatsächlich, ist ja auch immer der Impfstatus kontrolliert worden. Ich habe dann auch nochmal Auffrischungen gekriegt oder man hat mal die Titerwerte einfach bestimmt. Da ja uns auch in der Ausbildung gesagt wurde, ist halt sehr wichtig in der Klinik. Und tatsächlich war das für mich dann auch immer ganz normal. Natürlich stößt man dann auch schon mal mit den anderen Gedanken, sage ich jetzt mal, von anderen Leuten, die dann sagen, nee, impfen nicht. Da habe ich mir ehrlich gesagt eigentlich nie Gedanken drüber gemacht, bis ich dann Mama geworden bin. Und da muss ich ehrlich sagen, wie dann beim ersten Kind, die doch dann tatsächlich die Impfung anstanden, habe ich dann auch mal angefangen so zu hinterfragen, mich dann auch mehr damit auseinandergesetzt, mich informiert, mich dann aber doch letztendlich zusammen auch mit dem Kinderarzt, auch bei den Kindern fürs Impfen entschieden habe. Und genau. Ja, war bei mir ähnlich. Da tut einem natürlich ein bisschen leid für den Piekser wiederum, wenn man sich überlegt, man riskiert das Leben seines Kindes wegen einmal kurz, ich rede jetzt mal ein bisschen kleiner, wegen einmal kurz brüllen oder 2-3 Tagen Fieber. Oder man riskiert die Gesundheit des Kindes. Also ich habe auf Arbeit auch Leute gehabt, die einfach lebenslange körperliche Einschränkungen haben, weil sie gegen bestimmte Krankheiten nicht geimpft wurden. Ich finde, das ist es echt nicht wert, ne? Da mal lieber ein bisschen Fieber. Ja, war es ja auch, ne? Mein Mann war damals auch noch in der Klinik oder dann auch viel in der Notaufnahme, hat ja dann auch viel mit einfach Erkrankungen zu tun. Es war mir dann einfach sicherer. Ich habe tatsächlich auch mal im Krankenhaus jemanden an Tetanus sterben sehen, was total vermeidbar gewesen wäre, was auch sehr, sehr beeindruckend und ganz schlimm für mich war, also mit anzusehen, weil man den Menschen wirklich nicht mehr viel helfen kann und ich nach Hause gegangen bin und auch erstmal direkt in meinen Impfpass geguckt habe, wann war meine letzte Tetanusimpfung. Und ich glaube, wenn man halt sowas auch mal wirklich sieht, ist das schon sehr, ja, einprägend. Ja. Martin, du, your stage. Also ich habe jetzt keinen an Tetanus sterben sehen. Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung berichten, eine echte Influenza gehabt zu haben. Mhm. Und davor habe ich auch immer gedacht, also brauchst dich nicht impfen lassen, kann nicht so schlimm sein, ist wie eine Erkältung. Und jeder hat immer gesagt, also du, wenn du das hast, merkst du den Unterschied zwischen Erkältung und Influenza. Und es war tatsächlich so, dass ich irgendwie 40 Grad Fieber hatte und gedacht habe, ich muss sterben. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, ich lasse mich doch jedes Jahr lieber gegen Grippe impfen, als es auszuhalten. Und so habe ich das dann eigentlich auch mit allen anderen Impfungen gehalten, weil das war jetzt eigentlich dann nur in Anführungsstrichen eine leichte Erkrankung, aber ich möchte halt einfach nicht riskieren, eine schwere Erkrankung zu haben. Und das war vor meiner MS, ich möchte mir nicht vorstellen, was meine MS macht, wenn ich mehrere Tage hohes Fieber habe. Dann wird sie sicherlich zurückkommen mit allen ihren Symptomen, weil die hohen Temperaturen das triggern. Und eine schwere Erkrankung möchte ich mit MS eigentlich auch gar nicht riskieren. Da nehme ich dann lieber in Kauf, dass es mir nach der Impfung vielleicht auch einen Tag länger schlecht geht als ohne MS. Aber
Es ist natürlich wichtiger, keine Erkrankung zu haben. Eine chronische reicht, da muss man nicht noch eine akute obendrauf haben. Ja, absolut. Also Thema Influenza, genau. Ich hatte da schon MS, aber ich habe mich relativ oft impfen lassen gegen Influenza. Aber dann habe ich es natürlich auch mal wieder schleifen lassen, ne, wie das so ist. Ja, jetzt habe ich schon verpasst. Jetzt lohnt es sich ja nicht mehr im Oktober oder was auch immer oder im November. Und hatte bei einem großen Meeting, was wir auf Arbeit hatten, da war halt Klimaanlage an, wer weiß, keine Ahnung, ob ich mich da angesteckt habe oder woanders, aber auf jeden Fall von ersten Symptomen merken, bis es ging gar nichts mehr, vergingen 3 Stunden oder so. Und dann war ich wirklich die nächsten 2,5 Tage im Fieberdelirium. Es hat echt keinen Spaß gemacht. Es hat bei mir zum Glück keinen Schub getriggert, kann es aber, ne? Weil MS hat nun mal ganz viel mit Immunsystem zu tun. Das ist ein überbordendes, ein zu gut funktionierendes Immunsystem ja quasi. Wenn das also getriggert wird, das Immunsystem, kann das immer gut passieren, dass das auch einen Schub auslöst. Man ist also immer auf der sicheren Seite, auf der sichereren Seite, wenn man geimpft ist. Und genau sowas wie Tetanus, ne, nur nochmal für alle, die sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigen. Aber das ist überall, das ist ein Erreger, der ist überall in der Erde drin, weltweit, den gibt's überall. Sprich, man braucht nur eine kleine offene Wunde haben. Und da kommt irgendwie Dreck ran und dann kann man Tetanus kriegen. Und bei Masern ist... Ja, die Frau hatte sich bei der Gartenarbeit ganz normal am Bein aufgeschrammt, ein Tuch drum gewickelt, ne, so wie ältere Leute sind. Und kam dann 3 Tage später mit den ersten Symptomen in die Klinik. Und man konnte nichts mehr machen, ne? Und das ist, man konnte nichts mehr machen, nein. Das also ist dann, wenn man, also ich glaube, man kann dann immerhin noch die ersten 24 Stunden impfen, dann ist okay. Aber wenn du länger wie diese 24 Stunden wartest, die ist dann sogar noch nach, weiß ich nicht, 50 Stunden oder so vom Hausarzt nochmal sicherheitshalber geimpft worden, aber es war zu spät. Kann man wirklich nur noch zugucken. Und das ist halt, das ist komplett unnötig, ne? Die hatten mal, das ist jetzt schon ganz paar Jahre her, hat mich aber unglaublich beeindruckt, hatten die auf dem ZDF eine Sendereihe zum Thema Gesundheit. Und da hatten die im Prinzip ein ganz großes Familienbild. Ich habe auch eine große Familie. Bei mir sind so, wenn ihr in Dresden zusammenkommt, sind das so 20, 25 Leute. Und dort war es sogar noch ein bisschen mehr. Einfach um es passend zu den Erkrankungen, die sie durchgesprochen haben, zu machen. Und dann haben die sich immer einzelne Erkrankungen rausgepickt. Wo der Stand der Wissenschaft zum Glück eben schon weitergegangen war und das Bild wurde quasi immer kleiner, weil die wären sonst alle dahingerafft worden, ne? Überspitzt gesagt. Und da waren eine ganze Menge Impferfolge dabei. Also das gilt schon als eine der größten Errungenschaften der Medizin, dass man mit Impfen Millionen Tote jedes Jahr verhindern kann. Und es ist eben nicht so, dass eine Impfung MS auslösen kann, sondern die Erkrankung kann MS auslösen. Also da gibt's auch wirklich kompletten wissenschaftlichen Blödsinn, ja, muss man auch wirklich Blödsinn nennen. Ich glaube, man sagt ja auch immer, also oder was man so in der Literatur liest, was vielleicht auch gerade viele mit MS verunsichert, dass es dann heißt, wenn ich jetzt geimpft werde, ist es ja schubauslösend oder MS-auslösend. Ne? Es gibt ja tatsächlich bei, ich glaube, ein paar wenige MS-Erkrankungen, wo man sagt, die dann, was weiß ich, durch irgendwelche Urteile, dass man sagt, es war aufgrund eines der Impfung, aber ich glaube, also wie du sagst, wissenschaftlich ist das nicht so. Ne? Also sehe ich es jetzt auch nicht so, dass die Impfung der Auslöser ist und auch, dass es schubauslösend ist. Ich meine, das ist ja auch jeder Infekt und da sind ja wohl dann eigentlich nur die Lebendimpfungen. Aber und das ist ja auch eigentlich nur noch Masern, Mumps, Röteln, glaube ich, aktuell, also in Deutschland. Und aber ich glaube auch, wenn man aber, ich habe da auch mal gelesen, dass Gott, ich kann mich gerade schlecht ausdrücken, ist die Hitze. Ja, dass es aber trotzdem besser ist, wenn man sich impfen lässt, anstatt eine Infektion von Masern, Mumps, Röteln oder irgendwas zu riskieren, ne? Genau, also gefährlich, rein theoretisch, das Einzige, was gefährlich ist, sind Lebendimpfstoffe, genau, weil die halt ein bisschen was drin haben. Es ist aber massiv abgeschwächt. Also der Unterschied, ich werde mit einer echten Maserninfektion konfrontiert, da habe ich eine dermaßen erhöhte Viruslast im Vergleich zu diesem Lebendimpfstoff. Also falls man das aus irgendeinem Grund in der Kindheit nicht gemacht hat, weil die Eltern dagegen waren, weil was auch immer, sollte man es in jedem Fall nachholen. Aber auch da heißt das nicht bloß, weil ich eine Masernimpfung kriege, kriege ich jetzt einen Schub. Es ist halt bloß, es steckt ein kleines Restrisiko drin, dass das passieren kann, weil es ein Lebendimpfstoff ist. Und ich glaube, es ist auch Gelbfieber, meine ich. Also wenn man es ins Ausland reist, in bestimmte Regionen, gibt es natürlich auch noch Impfstoffe, die Lebendimpfstoffe sind. Wenn man aber dahin reist und sich das gern anschauen will und da ein reales Risiko besteht, sich damit zu infizieren, ist die Impfung vorab, wo man dann auch noch in der deutschen guten medizinischen Versorgung ist und betreut werden kann, wenn da irgendwie ein Schub passiert.
Deutlich sinnvoller, als ich reise jetzt in ein sehr schönes Land, was aber vielleicht ein bisschen anderen Standard hat, auch mit Gesundheitsversorgung. Meist ist es so bei diesen Regionen. Und riskiere dann dort diese schwere Erkrankung zu bekommen, plus vielleicht noch einen MS-Schub obendrauf. Und ja, wer weiß, was abgeht, ne? Also das absolute Nutzen-Risiko-Abwägung. Und wenn ich dahin fahren will, Reisen ist immer was glücklich macht, wollen wir auch demnächst mal besprechen, ne? Dann lieber Impfung reinnehmen. Aber vielleicht noch mal eine andere Sache. Es gibt unter den hocheffektiven Wirkstoffen ist schon eine gewisse Herabsetzung der Impfwirkung, ne? Also das kann passieren. Das ist ein reales Risiko. Man lässt sich sozusagen zum falschen Zeitpunkt impfen und die Impfung wirkt nicht. Martin, vielleicht kannst du da mal. Ja, genau. Also das hätte ich jetzt noch zu den Lebendimpfstoffen noch angemerkt. Es gibt natürlich auch MS-Therapien und unter denen die B-Lymphozyten, die ja auch verantwortlich sind für die Antikörperproduktion dann, was eine Impfung ausmacht, nicht vorhanden sind oder nur in geringerem Maße vorhanden sind. Und da ist es bei Lebendimpfstoffen schwierig. Und es kann auch sein, dass man generell auf Impfungen ein bisschen schlechter anspricht. Das ist halt immer schwierig, weil die Medikamente sind relativ neu. Man hat nicht so viel Daten darüber. Und grundsätzlich, wenn man so eine Therapie bekommt wie ich, ist es ganz wichtig, dass man vor Beginn der Therapie alles durchimpft, was geht, damit man erstmal einen Impfschutz hat. Und ich bin ja mit meinem Impfausweis zu meinem Neurologen gegangen. Meine MS-Nurse hat quasi den Impfausweis in ihr System kopiert und hat alles aufgeschrieben, was empfohlen ist und was gemacht wurde. Und damit ist der jetzt quasi da vorhanden. Und ich bekomme auch immer eine Nachricht, wenn ich eine Auffrischungsimpfung brauche oder auch nicht. Und man wird halt auch gegen mehr Sachen geimpft, weil man ist dann plötzlich nämlich Risikopatient. Das war man vorher nicht in dem Alter. Und ab da gehört man dann zur Risikogruppe der Immungeschwächten zumindest. Und es wird einiges geimpft, was Leute in unserem Alter normalerweise nicht haben. So wie Meningitis oder Pneumokokken. Und weil es ist ganz wichtig, das vorher zu haben, weil eben unter einer Therapie, die leicht immunsuppressiv ist, möchte man keine dieser Erkrankungen in Wirklichkeit haben. Genau, es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit, es gibt zumindest erste Forschungen, dass wenn man jetzt das aus irgendeinem Grund, ne, man hat das versäumt, weil, was weiß ich, war nicht so besprochen, man hat sich anders überlegt gehabt damals, dann kann man immer gucken, kurz bevor dann das nächste Mal der Wirkstoff verabreicht wird, dass man da dann die Impfung gibt, weil dann sozusagen die Wirkung des Wirkstoffs schon wieder ein bisschen nachgelassen hat und es durchaus sein kann, dass die anschlägt. Vielleicht braucht man aber mehr Einheiten sozusagen an Einzelimpfungen, ne, damit man das aufrechterhält. Aber also bei mir ist es tatsächlich auch so, aber das war auch schon bevor ich irgendwie Medikamente genommen habe, dass häufiger zum Beispiel mein Hepatitis-Titer einfach verschwindet. Und ich habe das, hatte das jetzt auch bei Masern, Mumps, Röteln. Nach beiden Schwangerschaften habe ich das aufgefrischt, weil der Titer wirklich so runter war. Keiner weiß auch so wirklich warum. Aber da tatsächlich, also weil ich das einfach weiß, dass das bei mir so ist, ne, kontrolliere ich da oder lasse ich dann einfach den Titer auch häufiger einfach nachbestimmen. Jetzt wie, ne, wo wir alle Corona geimpft sind. Da dachte ich auch, nie und nimmer habe ich da einen Titer, aber ja. Genau. Der ist da? Oder der doch? Ist da. Oh, ja, und sehr ich hatte gut. Ja gar keine Nebenwirkung von der Impfung, wo ich dachte, nie und nimmer habe ich irgendwas, aber er ist unbeschreiblich hoch. Sehr schön, das ist doch gut. Da sieht man mal, wie individuell das alles ist. Genau. Ne? Also auf dem Weg zur individuellen Medizin sind wir noch, aber um das alles zu verstehen. Aber da gibt es übrigens, das finde ich sehr uncharmante Wort, das habe ich mal in der Apotheke gehört, der Impfversager. Damit meint man halt, die Impfung schlägt nicht an. Ne? Also sie könnten dir mal echt ein schöneres Wort erfinden. Gibt es bestimmt auch. Ja, auf Englisch sagt man ja Non-Responder. Das hört sich schon zumindest schlauer an. Ne? Das aber, ist freundlicher. Aber es bleibt beim Gleichen. Ne? Also leider. Genau, die nicht, genau, die der Körper antwortet leider nicht auf die Impfung, so wie er soll. Aber es ist ein bisschen charmanter ausgedrückt. Genau. Bei Corona ist es natürlich das Gleiche. Übrigens jetzt auch, ich habe es gestern erst wieder gesehen, ein ganz wichtiger MS-Spezialist aus England, der sich ganz, ganz viel wirklich mit dem Thema MS beschäftigt und ganz viel auch mit EBV beschäftigt. Es verhärten sich auf jeden Fall
die Indizien immer mehr dafür, dass beispielsweise MS ganz stark auch mit einer immer wieder Reinfektion und einem Aufflammen von diesem EBV-Virus zu tun hat. Dagegen gibt es leider noch keine Impfung. Die sind in der Forschung. Da habe ich ja auch mal den Professor Dr. Henri-Jacques de Leclus da gehabt vom Krebsforschungszentrum. Also da könnte hoffentlich bald ein Durchbruch passieren. Wenn, werde ich natürlich darüber berichten. Aber auch MS hat wirklich ganz offensichtlich einiges mit Viren zu tun, mit Erkrankungen, gegen die man hoffentlich irgendwann impfen kann. Ist also alles andere. Also bitte, bitte, bitte impfen lassen. Und so schlimm ist das nicht, mein Gott. Also klar, der eine reagiert mehr, der andere reagiert weniger. Und sicherlich, es gibt auch in ganz seltenen Fällen Probleme. Aber gerade bei Corona muss man sich mal überlegen, wie viele Millionen Menschen, ich weiß gar nicht, wir sind, glaube ich, im Milliardenbereich, Impfdosen da verteilt wurden. Und auf diese Riesenmenge gibt es enorm wenig Nebenwirkungen. Ne? Klar, es gibt Nebenwirkungen, sind vorhanden. Aber es gab noch nie einen Impfstoff, der so gut überprüft war, wie diese Corona-Impfstoffe, weil man in so kurzer Zeit so viele Daten gesammelt hat. Ne? Denn die nächste Welle kommt bestimmt. Also bei mir hat es gerade mein Onkel, meine Tante, meine Schwester ist gerade durch, die Nachbarn, irgendwie die Kollegen von meinem Mann. Also es rückt immer näher und ich überlege auch schon, ob ich mir jetzt sozusagen noch mit dem alten Impfstoff eine Auffrischungsimpfung hole oder ob ich auf den neuen warte. Ich glaube, ich werde das mal mit dem Allgemeinarzt abklären, ob, wenn der neue draußen ist, ich den dann bekommen kann, auch wenn die letzte Impfung nicht lange her ist, weil irgendwie habe ich keinen richtigen Bock auf Corona. Bisher, toi, 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 bin ich verschont geblieben, aber das geht ja, irgendwann kommt der Kelch zu mir. Ja, ich wollte noch ein Wort sagen zu EBV, Epstein-Barr-Virus. Ne? Das ist ja jetzt gerade durch die Presse gegeistert, auch dass man jetzt den Auslöser für MS gefunden hat, indem man sagt, ja, es ist das Epstein-Barr-Virus. Das war sehr missverständlich und viele haben gedacht, ja, ich habe MS, weil ich das Epstein-Barr-Virus habe, aber irgendwie hat keiner beachtet, dass 98% der Bevölkerung dieses Virus in sich haben. Was bedeutet, alle haben Epstein-Barr und logischerweise auch die Leute mit MS. Und das ist eben nicht der Auslöser für MS. Genau. Ja. Weil logischerweise findet man da auch bei allen Leuten, die MS haben, das Epstein-Barr-Virus. Aber es mag eine Komponente sein, aber es ist sicherlich nicht der Auslöser. Da sollte man keine Panik haben, wenn auf seinem Laborzettel steht, Epstein-Barr positiv. Es wird sich nicht ändern. Aber bei allen anderen wäre es genauso. Auch gesunden. Ja. Danke für den Hinweis nochmal. Genau, das ist halt ist multifaktorisch ausgelöst. Ne? Es ist weder nur die Ernährung, es ist weder nur der Virus, es ist weder sowieso keine typische Erbkrankheit, also Gene auch nicht. Es sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen, damit man dann MS bekommt. Da habe ich neulich was ganz Spannendes gelesen. Ich studiere ja jetzt diesen Entspannungspädagogen und da ging es bei Stress, was Stress unser Immunsystem auch durcheinander bringt und dann auch zum Beispiel als Auslöser oder mit als Komponente für so chronische Erkrankungen führen kann. Ne? War auch klar. Den MS als Beispiel, was da einfach mit den ganzen Immunzellen war, sehr interessant. Genau, weil da sicherlich irgendwie bestimmte Botenstoffe rumgeschickt werden. Ne? Also ich meine, ich habe Stress, okay, und dann passiert aber irgendwas. Da reagiert der Körper drauf und die Reaktion des Körpers, die kann dann wieder da was auslösen. Ne? Das ja. Aber ihr seid gegen Corona geimpft, um jetzt mal so aufs Thema zurückzukommen. Ja, drei Impfungen? Ja, also ich habe inzwischen fünf. Und die spannende Frage ist ja jetzt nach dem zweiten Booster eigentlich, was für die meisten ja schon länger her ist. Was passiert jetzt? Ne? Also die Zahlen steigen und viele, die regelmäßig durchgeimpft sind, da war der vierte Booster ja irgendwann so im Frühjahr, Anfang dieses Jahres. Und viele Leute sagen ja, der wissenschaftliche Tenor ist, die Antikörper halten nicht so lange. Also die Impfung hat einen guten Schutz, 6 Monate. Und da laufen jetzt ganz viele Leute raus aus diesem Schutz. Und ich habe aber noch nicht wirklich was gehört, ob man nochmal boostern sollte oder ob man auf den neuen Impfstoff warten sollte. Aber man sieht halt Inzidenzen, so wie bei uns im Landkreis, von über 1000 und fragt sich, ob das noch lange gut geht mit einer Impfung, wo die letzte jetzt im Februar, März war. Wie Nele auch schon gesagt hat, ne, wartet man, boostert man nochmal. Da finde ich, fehlen jetzt auch so ein bisschen eindeutige Empfehlungen, weil es war ganz klar, zweiter Booster, ja, bringt was. Aber jetzt, was ist mit dem dritten Booster? Ne? Noch nichts gehört. Bei den Kindern kam ja jetzt tatsächlich eine neue Empfehlung raus, fand ich auch sehr interessant, bei den 5- bis 12-Jährigen, dass man nur noch einmal impft. Ne, wo ich dann auch dachte,
Vielleicht ist mir jetzt auch eigentlich nicht so schlüssig, aber man sagt dann, gut, wenn die Kinder einmal dann diese Antikörper oder halt diese Impfung drinne haben und dann, ja, würde man es jetzt, also empfiehlt man jetzt aktuell so bei den Kindern seit Ende Mai. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen was mit der Alterung des Immunsystems zu tun hat. Ne? Kinder reagieren sehr, sehr gut und im Alter lässt halt das Immunsystem nach. Genau. Das hat immer mehr Schwächen. Also das wäre zumindest noch eine logische Erklärung, die ich mir vorstellen könnte. Ja. Weil es macht auch einen Unterschied, ob ich zum Beispiel EBV als Kind im ersten Lebensjahr bekommen habe. Ja, und je später ich EBV kriege, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich MS entwickle oder andere Autoimmunerkrankungen. Ne? Also da scheint halt auch das Immunsystem scheint sozusagen zu altern und vielleicht hat es was damit zu tun. Oder vielleicht, die kriegen dann auch im Herbst die, ich weiß nicht, da wird dann aufgerufen für die zweite Impfung. Wer weiß. Ja, stimmt. Man muss ja auch sagen, wir haben immer noch den ersten Impfstoff gegen Corona und ich weiß nicht, bei der wievielten Mutation wir in the wild inzwischen angekommen sind. Deswegen, ich glaube auch, also ich denke, jeder sollte sich auf jeden Fall, wenn der neue Impfstoff da ist, auch damit boostern lassen. Ja. Weil ich denke, die Varianten, die in der freien Wildbahn unterwegs sind, werden von dem neuen Impfstoff deutlich besser abgefangen als von dem alten. Ja. Genau, der alte, gegen den sind wir sicherlich alle ganz gut geschützt, aber die ganzen Omikron-Varianten, das ist ja in der Mache, ne? Das soll ja jetzt irgendwie im Herbst dann zugelassen werden. Und dann stelle ich mich da auf jeden Fall auch gleich an, aber natürlich dürfen gerne alle 70-Jährigen zuerst, keine Frage. Aber dann möchte ich bitte auch geimpft werden demnächst. Gut, habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten braucht man es ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich denke, also grundsätzlich sage ich immer impfen, ja. Auch wenn es einem nach der Impfung schlecht geht, 2-3 Tage man sich nicht gut fühlt, egal welche Impfung es ist. Also ich persönlich kann sagen, es hat bei mir noch nie einen Schub ausgelöst. Natürlich, wenn ich nach einer Impfung eine Reaktion habe und Fieber bekomme, werden auch meine Beine taub. Aber alles hat sich bisher nach ein paar Tagen zurückgebildet. Und das Risiko der Impfung, finde ich, steht in gar keinem Verhältnis zu dem Risiko einer Erkrankung, gegen die man geimpft wird. Weil man wird eigentlich wirklich nur gegen schwere Erkrankungen geimpft, die man zum Teil auch gar nicht überleben würde, wie Nadine schon gesagt hat, wenn man nicht geimpft ist. Und ich denke, da sollte man doch riskieren, diesen Peaks einfach zu machen, 2 Tage nicht so gut drauf zu sein, aber dafür sein Leben lang geschützt zu sein. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin jetzt auch wirklich schon sehr oft und sehr viel geimpft worden und bei mir hat es auch bisher keinen Schub ausgelöst, was ich auch mal hatte, dass die Symptome mal 1-2 Tage so ein bisschen mehr getriggert waren, aber das war's. Und ich glaube, also Impfen ist ja sowieso so ein schwieriges Thema. Ne? Es gibt ja immer die eine Front, die fürs Impfen ist und die andere, die dagegen ist. Also ich finde, klar, ich akzeptiere natürlich auch die andere Meinung. Hoffe, dass wir jetzt nicht so einen Shitstorm kriegen, aber ich muss auch sagen, ich bin auch fürs Impfen und auch würde es auch jedem mit MS oder überhaupt jedem Menschen empfehlen, sich impfen zu lassen. Ja, genau. Ich reihe mich da auch ein. Bisher fast keine Nebenwirkung gehabt, also selbst bei hier Hepatitis A, B oder so. Ich weiß gar nicht, was wir genau, oder BC, keine Ahnung, was wir vor Namibia brauchten. Also ich hatte nie große Probleme. Wenn, dann hatte ich mal 1-2 Tage was, Schub nie ausgelöst worden, konnte damit immer ganz entspannt irgendwie Urlaube genießen, musste mir nie um irgendwas Sorgen machen und guckte auch total bei meiner Tochter, die toi, ein kerngesundes Kind ist bisher und das hoffentlich auch bleibt, gucke ich auch, dass alle Impfungen, die sinnvoll sind, sie kriegt, weil das echt, echt wichtig ist und das ist nicht schön. Und nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz den Nachtrag zu Masern. Jeder 1000. der Masern kriegt, der kriegt dann irgendwann eine Zweitinfektion. Da kann man nichts gegen machen. Da geht man ganz langsam und sehr unschön zugrunde. Und das ist es wirklich nicht wert. Also wegen mal so ein bisschen Impfung und vielleicht so ein bisschen irgendwelche Nebenwirkungen, ganz ehrlich. Nicht wert. Das Leben ist schön, das Leben verdient es, genossen zu werden, so gut es immer geht im jeweiligen Rahmen. Und da ist der kleine Piekser, ne? Wie heißt so schön, Ärmel hochkrempeln, Piekser rein und schön kann das Leben bleiben. Ja, genau. Ich glaube, das muss man auch nochmal wirklich deutlich sagen. Es gibt Erkrankungen, gegen die kann man impfen, aber die kann man nicht behandeln. Also jetzt so wie Tetanus oder FSME zum Beispiel hier, was durch Zecken übertragen wird. Wenn man das hat, dann kann man eigentlich nur noch zugucken. Und das kann ganz unschöne Verläufe nehmen. Deswegen muss man sich das Risiko vorher gut überlegen, ob man das in Kauf nehmen möchte.
Genau. So, wir können auch mal ernst, wenn es sein muss. Nee, ist aber wichtig an der Stelle. Also, alles Liebe für dich da draußen und bis zum nächsten Mal. Danke an euch beide. Tschüss. 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 Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de/newsletter erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.